und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und zwar, meine Lieben, wir starten hier. Ich bin in Stockholm angelandet. Und zwar, wir sind gestern am Abend gelandet. Und wo befinde ich mich hier? Ich befinde mich in Gröna Lund, der Vergnügungspark von Stockholm. Ich bin hier gemeinsam mit meinem Freund. Meine Mutter ist mit einer Freundin essen gegangen. Und ich werde euch jetzt ein bisschen mitnehmen. Wir sind schon mit einem Fahrgeschäft gefahren. Ich habe mir gedacht, wir fahren so was Ruhigeres, was einfach so ein bisschen ruhiger runtergeht. Aber es war ziemlich hoch und ist dann ziemlich schnell runtergegangen. Und wir waren beide so ein bisschen, oh wow, das war schon sehr schnell. Mein Freund hat sogar gesagt, er dachte, er stirbt. Also ja, aber wir sind jetzt hier vor diesem Haunted House. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir ins Haunted House auch reingehen werden. Ich nehme euch ein paar Sachen mit. Aber ich wollte euch jetzt mal updaten. Ich habe euch kurz auch gezeigt, wie wir in Stockholm auch waren. Und dann zeige ich euch noch schnell, wie wir geflogen sind. Aber jetzt, meine Lieben, sind wir jetzt hier und ich werde euch ein bisschen mitnehmen. So, meine Lieben, ich blogge gleich weiter, meine Lieben. Aber wir haben hier gerade eine wunderschöne Aussicht, die wollte ich nur zeigen. Jetzt sind wir gerade mit einer Achterbahn gefahren, die ich euch vorhin gerade gefilmt habe. Und ich fand sie schon ziemlich, nicht so schlimm, aber es war ein bisschen schlimm, weil einfach ich muss aufpassen, dass ich nicht so viele Leute filme. Und zwar, es ist ein bisschen krass nach hinten gegangen. Also ohne, man konnte sich nicht festhalten, aber ich vlogge euch noch ein bisschen später. So, meine Lieben, ich wollte euch noch zeigen, wir sind natürlich noch Gröna Lund, aber liegt natürlich beim Meer, weil in Stockholm ja auch beim Meer liegt und es ist so, so, so schön. Wirklich, wirklich schön. Meine Lieben, wir werden jetzt mit dem fahren und ich bin ganz voll. Und zwar, seht ihr, wie süß das gemacht ist? Und wir haben hier das Wasser als Ausgangspunkt und das ist sehr, sehr cool. Mit dem werden wir jetzt fahren. Meine Lieben, wir sind jetzt in Findus und Petsons Haus. Das kann ich euch empfehlen, wenn ihr wisst, was Findus und Petson ist, euch das anzuschauen. Das ist super, super cute. Das empfehle ich euch wirklich. Geht herein und guckt euch das an. Das ist super cute. So, meine Lieben, wir sind jetzt hier und haben uns einen Milkshake bestellt. Ich zeige euch jetzt hier, das ist irgendwie sehr, sehr cute. Und da kriegt man dann auch noch so Toppings. Ich zeige euch es jetzt dann, wenn es wir dann bekommen. Wir haben einmal Schoko und einmal Erdbeeren genommen. Nicht bekommen, aber genommen. Und ich zeige es euch dann, wenn es fertig ist. So, meine Lieben, leider sind alle Smarties jetzt schon unten gewesen. Also runtergegangen. Aber es schmeckt sehr, sehr gut. Wir haben schon probiert. Hier sind so Karamellpopcorn auch drauf. Also ich habe den Erdbeer noch nicht probiert, den probiere ich gleich. Warte, gib mir halt das Dankeschön. Und dann, ich probiere es gleich. Hier habt ihr übrigens... Scheiße, ich habe mich gerade voll angeschnitten. Ja, sowas macht Linnea. Okay. Meine Lieben, ich habe gewonnen. Und zwar, das gibt es hier in Schweden, kann man so, das ist so, heißt Schokoladjulet. Und dann gibt es so eine Zahl und dann gewinnt man so eine riesen Schokolade. Die ist riesen, riesengroß. Und die habe ich jetzt gewonnen. Ich habe als Kind nie gewonnen und wollte jetzt unbedingt spielen. Und jetzt habe ich gewonnen. Yay! Ups. Ich habe nicht auf Filmen gedrückt. Jetzt machen wir das Ganze noch einmal. Und zwar, wir haben jetzt gerade Gröna Lund verlassen. Da seht ihr Gröna Lund da hinten noch. Und wir gehen jetzt hier gerade spazieren, hier am Meer bei Stockholm. Das ist sehr, sehr schön. Und da gehen wir jetzt einfach entlang. Es beginnt langsam etwas dunkler zu werden, beziehungsweise langsam etwas sich zusammenzuziehen. Ich glaube, es ist bald zu 7 am Abend. Aber ja, das heißt, wir gehen jetzt dann, weil wir fahren jetzt wieder zurück nach Uppsala. Ich zeige euch dann auch natürlich, wenn wir in Uppsala noch essen gehen. Aber jetzt spazieren wir hier noch romantisch den Weg hinunter. Hallo meine Lieben, ich wollte euch jetzt nur zeigen, und zwar, wir sind jetzt in einem Restaurant und da habe ich jetzt so ein Skagen Toast. Den habt ihr schon öfters in meinem Vlog, habt ihr schon Skagen Toast gesehen. Das ist jetzt ein bisschen dicker, aber ich glaube, es wird sehr, sehr gut schmecken. Lasst euch das schmecken. Ich habe am meisten bestellt von allen. Ich habe drei Minuten. Das heißt, es kommen noch ganz viele da. So meine Lieben, jetzt ist das Hauptgericht, und zwar haben wir Spargel und dann haben wir Fleisch und dann haben wir ein bisschen Shrimp, fahren wir hier um und dann Pommes. Hier drüben hat meine Mutter irgendwas mit Kaviar und keine Ahnung was. Hier haben wir irgendwas mit Käse. Meine Lieben, jetzt ist das Dessert gekommen und ich habe schon jetzt gekostet, wie ihr sehen könnt, und es ist extrem gut, der ist warm, das ist Erdbeeren und Rhabarber. Und dann eben so eine Müsli-Art und hier haben wir noch eine warme, also nicht eine warme, aber eine kalte Vanillesoße. Richtig, richtig gut. Ja.
right? Mach aber ein Video werden. Du kannst eh während des Essens, du bist nicht drauf. Das ist natürlich, wenn man sich das leisten kann, ja. Das ist natürlich ein Luxus. Hallo meine Lieben, und zwar jetzt sieht sie gerade, ihr seht es gerade nicht so schön, aber so sieht es besser. Und zwar, wir sind jetzt, der zweite Tag ist jetzt in Stockholm und hier haben wir gerade eine wunderschöne Aussicht. Ist das Wasser oder ist das ein Fluss? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also Wasser ist es oder so. Ob es das Meer ist oder ein Fluss, das weiß ich jetzt gerade nicht. Weil es ist ja in Stockholm, gibt es ja Fluss und Meerwasser und es gibt eben das, wo es aufeinander trifft. Das gibt es auch. Aber hier sind wir gerade, wir waren jetzt, wie ihr gesehen habt, waren wir im Brunch Club. War richtig, richtig gut. Und jetzt gehen wir noch Riksdagen. Das ist das politische Haus, wo alle politischen Sachen bestimmt werden. Wo auch Greta Thunberg davor gesessen ist und demonstriert hat. So, meine Lieben, jetzt spazieren wir hier zurück und ich wollte euch... jetzt ist unscharf. So, jetzt wollte ich euch nochmal... Das fokussiert nicht so. Und jetzt wollte ich euch nochmal Stockholm hier zeigen. Und jetzt gehen wir dann zurück. Da, meine Lieben. Jetzt fahren wir gerade. Wir fahren jetzt gerade nach Rettweg. Und jetzt sind wir eigentlich schon da. Und man sieht gerade nur Bäume. Gleich sieht man das Wasser. Und seht ihr? Voll schön. Nicht wahr? Voll schön. So, meine Lieben. Jetzt sind wir hier auf der längsten Brücke, die es anscheinend gibt. Und zwar, das Lustige ist, mein Cousin hat mir gerade die Geschichte erzählt. Und zwar, hier beginnt schon der Steg, der raus ins Wasser geht. Das heißt, sie haben es leider nicht geschafft, diese 1000 Meter zu machen. Und deshalb beginnt schon auf der Straße. Aber wir gehen jetzt gleich raus auf den Steg. Aber wir sind jetzt eben, habe ich euch schon gesagt, dass wir in den Rettweg sind? Ich weiß es nicht. Ich habe euch gesagt, dass wir auf dem Weg sind. Und jetzt sind wir eben schon in den Rettweg. Und jetzt gehe ich hier eben. Es geht ein bisschen an Wind. Ich weiß nicht, wie ihr mich hören könnt. Das ist natürlich, ich glaube, das ist das Meer. Ich muss jetzt nochmal nachfragen, ob das das Meer ist oder ob das ein See ist. Es ist in Schweden immer so ein bisschen schwierig, einschätzen zu können, was es jetzt genau ist. Aber da gehen wir jetzt gleich hin. Ja, wir sind jetzt hier gleich am Steg und seht ihr, wie cool. Ist das nicht toll? Seht ihr? Ich glaube, es ist das Meer, aber ich weiß es nicht. Ich kann es euch jetzt nicht sagen. Hier seht ihr auch noch. Voll toll, die Aussicht hier jetzt dann. Yes, very, very cool. Sehr, sehr schön. So, meine Lieben, ich wollte euch jetzt noch hier zeigen. Wir sind jetzt bald am Ende und ich zeige es euch gleich, aber ich wollte euch nur zeigen, den Aussicht. Heute, ich habe irgendwas ins Auge bekommen, das hat sich mit dem Auge drehen voll. Ich weiß nicht, wie ich heute noch ausschauen werde. Es dreht, ich weiß nicht, unglaublich. Irgendwas ist im Auge. Ich habe ja Allergie. Manchmal dreht das so ein bisschen. Aber wir gehen jetzt vor, weil wir sind schon ziemlich weit hinten. So, meine Lieben, jetzt sind wir ganz vorne. Ich weiß nicht, wie gut ihr mich verstehen könnt, weil es geht ein ordentlicher Wind. Ihr könnt hier sehen, es ist nicht das Meer, es ist ein See. Das hat das Wasser hochgesprungen. Okay, ihr seht, es ist ziemlich, es geht ein Wind, es sind relativ hohe Wellen. Ich weiß nicht, ob es jetzt nochmal hoch, nein, es kommt jetzt gleich nicht nochmal. Und da wollte ich euch einfach nochmal die Aussicht, jetzt sind wir eben ganz vorne, sind wir jetzt dran. Ich glaube, es sind 600 Meter eben, ist dieser Steg lang. Und ihr seht, es ist eine richtig schöne Aussicht, aber es geht ein ziemlicher Wind. Meine Lieben, wir sind jetzt hier in einem Geschäft und hier seht ihr die schwedische Tracht, die es gibt. Ich hab keine Schwede, ich habe ein Dirndl, aber ich habe glaube ich sogar drei Dirndl. Ich glaube aber, das eine passt mir gar nicht mehr. Ich glaube, es passt mir wahrscheinlich nur noch eins, wenn überhaupt das, aber hier ist die schwedische Tracht, wie ihr sehen könnt. Ja. So, meine Lieben, jetzt gehen wir was essen. Jetzt ist schon mittags und ihr seht, ist das nicht so, so, so putzig? Und mein Cousin war wieder mal dabei. So, meine Lieben, jetzt sind wir eben auf diesem Ort, wo wir eben jetzt gerade Essen bestellen. Und das ist so süß. Hier seht ihr, das sind die kleinen, was sind das? Ziegen sind das. Voll süß, haben wir Ziegen. Das ist wirklich cute. Da machen die, da hinten machen sie die Burgers. Es ist so cute, es ist wirklich, wirklich schön. Wirklich schön idyllisch ist es hier. Also, das, so stellt man sich, glaube ich, Schweden vor. Sehr süß. Meine Lieben, da sind wir jetzt auch noch bei so einem. Das ist irgendein kleine Vögelchen, die hier sind. So. Sehr süß, oder? Das ist generell sehr, sehr, sehr cute. Und da haben wir einen kleinen Hasen. So süß bist du. So süß. Sehr süß.
Das ist ein kleines Häuschen. So, meine Lieben, jetzt wollte ich euch nur sagen, es war wunderschön. Wir haben wirklich gut gegessen. Es kam so in so süßen Körbchen. Das war so, so, so lieb. Richtig, richtig gut, muss ich sagen. War wirklich, wirklich lieb. Und jetzt ist es so, dass wir auf dem Weg sind zu der Dala-Hest, also Dala-Pferd-Fabrik. Dort gehen wir jetzt hin. Da werden diese, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind so schwedische Pferdchen. Die gibt es auch beim Ikea oder so. Und die werden eben dort original produziert. Und dort schauen wir jetzt hin. Das heißt, da kommt sie natürlich mit. Davor, glaube ich, werden wir noch einen Kaffee für meine Mutter brauchen, weil das braucht sie. Und dann... Und auch vielleicht irgendwas Süßes noch essen. Und dann geht's zur Fabrik. Und dann werden wir schon nach Hause fahren, nach Sundsvall. Dann geht's schon wieder zurück. Und dann ist ein bisschen ausschlafen und ausruhen. Weil jetzt waren wir eigentlich ziemlich brav die letzten Tage. Wir haben ziemlich viel gesehen, ziemlich viel gemacht. Und das heißt, jetzt gehen wir dann zur Fabrik. So, meine Lieben, jetzt sind wir bei dieser Fabrik. Und da werden jetzt eben diese Dala-Pferde werden da jetzt produziert. Da sind wir jetzt drinnen und das sieht jetzt, da werden sie jetzt vorbereitet und so sehen sie dann aus, wenn sie fertig sind. Und das sieht dann auch eben den Weg, wie es geht. Wir schauen jetzt noch, was wir hier noch alles anschauen können. Ich glaube nicht, dass ich einen Dala-Hest kaufen werde, weil die sind ziemlich teuer. Und ich glaube nicht, dass ich einen kaufe. Aber da ist es trotzdem spannend zu sehen, wie es produziert wird. Meine Lieben, man darf hier, nämlich solche Pferdchen kann man hier auch anmalen. Und schau, das hat mein Cousin gemacht, das war meine Mutter und das war Freya. Das sind, ich habe keins gemalt, aber süß. Und da sitzt ihr auch noch ein großes, okay, danke Mama. Und hier seht ihr noch ein großes Pferd einfach. Und so hat das eben, da, ups, so seht ihr nochmal, das funktioniert heute nicht so. Das aussieht sehr, sehr cute. So, meine Lieben, jetzt sind wir im zweiten Geschäft und hier wird dann auch gemalt. Ich möchte jetzt nicht unbedingt die Person, die da malt, finden. Hier kann ich es euch zeigen, wo man nur die Hände sieht, weil die malen hier nämlich auch die Pferde. Und ihr seht, hier kann man alles kaufen, was Merch angeht. Das hier, wie es gemalt wird. Da werden die Pferde eben gemalt und das ist nämlich sehr, sehr cool. Habe ich jetzt noch anzoomen können. Sehr, sehr cool. So, meine Lieben, und zwar, ihr wisst ja, bei Grönerlund habe ich diese riesen Schokolade gewonnen. Mein größter Schatz, und jetzt machen wir das hier gemeinsam auf. Felix steht hinter der Kamera. Hey. Genau. Sagt einmal Hallo. Und der David versteckt sich. Und jetzt mache ich das hier auf. Warte, warte, ich glaube, es klebt noch irgendwo. Achso, es so, warte, wir haben es bald, meine Lieben. Ich will es nicht kaputt. Wow. Oh mein Gott, schaut das euch an, es ist ein Schatz, liebe Leute, Zoom-Qualität. Oh mein Gott, oh mein. Nein, Billy. Danke, meine Lieben, das war unsere Frequenz. Okay, ich kriege hier noch einen Rest, wir trinken gerade irgend so ein Getränk, was alkoholisches. Und dann haben wir... Fruchtiges Getränk steht drauf. Frucht. Weinhaltiges Getränk mit Geschmack. Man nimmt auch Abdomella. Frucht. Und hier haben wir dann auch noch eine Pizza. Ich habe die Pizza. Hier haben wir so eine Pizza. Hier haben wir so eine Pizza. Hallo meine Lieben, jetzt kann ich kurz ungestört mit euch reden. Und zwar, mein Freund holt gerade den Schirm, weil es beginnt hier gerade zu regnen. Wir haben heute, man kann es kaum glauben, wir haben heute Halbjahrestag. I know, it's crazy. Ich kann es kaum glauben. Aber es ist jetzt so, dass wir Halbjahrestag werden. Ich werde versuchen, euch das Essen zu filmen. Sonst habe ich wirklich den Tag heute, habe ich gesagt, heute wird nicht so viel gevloggt, weil einfach das unser Tag ist und wir den einfach so ein bisschen genossen haben. Wir haben jetzt, eigentlich waren wir einkaufen und haben einfach nur so ein bisschen den Tag einfach nur so ein bisschen sein lassen, was ich auch finde, ist super wichtig, dass man einfach so ein bisschen ruhig so den Tag einfach gehen lässt und das fand ich einfach sehr, sehr, sehr schön, dass wir das gemacht haben. Und jetzt gehen wir dann noch schön was essen. Outfit of today. Und dann habe ich diese neuen, seht ihr die? Die neuen, ich halte die Kamera so komisch. Die neuen Schuhe, seht ihr es nicht? Warum kann ich die Kamera? Warte, wir machen das anders, so. So, seht ihr jetzt, und zwar die neuen Schuhe von Jena Tricot habe ich jetzt an. Zu diesem schwarzen Outfit, was ich schon länger habe, das ist ja das von Nelly, das habt ihr auch in einem Haul gesehen. Und den Blazer habe ich, glaube ich, sogar noch länger. Der ist auch von Jena Tricot. Und dann habe ich so eine Moschino-Tasche, die ich voll gerne habe. Die habe ich auch schon ziemlich, ziemlich lang.
Aber super praktische Größe und mag die voll, voll gern. Und jetzt werden wir dann das Essen gehen. I'm so excited und freue mich auf einen schönen Abend. So, meine Lieben, wir sind jetzt hier in einem Restaurant und wir haben so einen Sommerspritz gekauft und das kommt in so einer Kanne und das fanden wir richtig cool und das werden wir uns jetzt schmecken lassen. So, meine Lieben, jetzt wollte ich Mann, du kannst nicht immer lachen. Und da sehen wir jetzt, da haben wir jetzt diese so, also Käseplatte und eben auch ein bisschen Schinken und so. Das haben wir jetzt bestellt und das sieht richtig, richtig lecker aus und das lassen wir uns jetzt schmecken. So, meine Lieben, jetzt ist das Hauptgericht und zwar, das ist eine Pasta mit einem Filet, dann sind Champignons drinnen, dann sieht sie eben, da ist ein bisschen Grünzeug drinnen. Irgendwas vergesse ich gerade, aber ich weiß gerade nicht mehr was, aber es sieht super, super lecker aus und ich glaube, es ist richtig gut. Ich kann euch sagen, das war auch richtig, richtig nice und ich glaube, das wird jetzt richtig gut schmecken. So, meine Lieben, jetzt ist das Dessert gekommen und ich habe eine Strawberry Panna Cotta. Sehr, sehr lecker. Und hier haben wir Black Mamba, das ist so Vanilleeis. Dann ist was Überbackenes und Schokolade. Das sieht richtig, richtig toll aus. Meine Lieben, morgen ist ja Kräftreber und ich bin hier gerade am Shoppen. Ich habe hier ein paar Crackers. Ich weiß noch nicht, was noch alles mitkommt. Süßigkeiten haben wir auch schon. Felix und my boyfriend sind auch dabei. Und irgendwo steht unsere Arbeit. Ich weiß gerade nicht, wo sie es hingestellt haben. Ich weiß nicht, was wir noch brauchen. Hier, und das seht ihr, wir haben schon ein bisschen Dekoration und ein bisschen Süßigkeiten. Jetzt gehe ich diese Crackers nicht dazu. Das ist meine Liste, die nehme ich. Und die gucken jetzt gerade Getränke, weil wir machen Cocktails natürlich morgen auch. Und gucken wir jetzt, was wir noch brauchen. Meine Lieben, wir sind gerade exquisit essen im teuersten Restaurant von Schweden. Die Oberklasse von schwedischer... Wer ist das? Was sagt man immer? Ja, schwedischer, was auch immer. Felix hat hier irgend so einen Burger. Diese irgendwie Jalapeno Fries in meinem Burger. Ich nehme immer diese Kinderburger. So ein Smoothie habe ich mir genommen. Und Fries und Chicken Nuggets. Yum, 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 yum. So, meine Lieben, heute ist Kräftriver. Hier haben sie schon ein bisschen gegessen. Jetzt ist ein bisschen Kaffee und ein bisschen Torte. Und hier haben wir dann auch ein bisschen eine Bowle. Und die trinken wir jetzt dann. Und dann... Weiß ich nicht, was wir noch. Dann sind dann die Spiele. Die Spiele, die ihr da seht, sind so Zettel, die ich da so angebracht habe. Die werden wir dann noch machen. Ich zeige euch dann nochmal, wie schön mein Freund das Zelt dekoriert hat. Also, es ist wirklich, wirklich schön. Hallo, meine Lieben. Ihr wollt natürlich wissen, wie ich aussehe. Und so sehe ich heute aus. Seht ihr da? Meine kleinen Kräfte habe ich oben. Und warum kann ich heute jetzt gerade mit euch vloggen? Und zwar meine lieben Familienmitglieder und Freunde und meine Liebe sind gerade Fragen beantworten, weil ich habe einen Fragequiz für sie gemacht. Die machen jetzt ganz viele Fragen und sie jetzt beantworten und das machen sie gerade. Und ihr seht mich, ich finde die Haare richtig cool. Sie sind in der Sonne, finde ich, sind sie etwas heller, vor allem man sieht sie hier mit dem Rot. Aber und das ist mein Make-up heute. Rote Lippen habe ich mir gedacht. Passt gut. Oi. So, meine Lieben, sind gerade die Zettel runtergefallen und ich will euch natürlich noch das Zelt zeigen und ihr seht hier mit mir in der roten Hütte. Ich habe diese Bowle habe ich auch gemacht. Die ist richtig gut geworden. Einen Kern habe ich auch erwischt. Okay, ich wollte euch jetzt nur zeigen. Und zwar gehen wir ein bisschen rundherum. Ihr seht ja, es ist so idyllisch schön. Es ist wunderschön. Ich wollte euch jetzt eigentlich das Zelt zeigen und hier haben wir dann auch dann, hier machen wir dann später die Bar, wo ihr das Tortenbuffet gesehen habt. Das machen wir dann später und ich wollte euch jetzt noch zeigen, wie es im Zelt ausschaut. Mein Freund hat das so cute und so schön gemacht, natürlich auch mit Hilfe, aber trotzdem, er hat wirklich die meiste Arbeit gemacht und super süß von ihm. Das heißt, das zeige ich euch jetzt. Hier, meine Lieben, seht ihr das Zelt und seht ihr, wie süß es nicht ist? Ist das nicht so cute? Das ist so eine Geburtstagsfeier. So feiert man eben in Schweden Kräftriva. Sehr, sehr, sehr cute. Richtig süß. Sehr, sehr cute. Wunderschön. Da seht ihr jetzt dann die Leute, die hier ganz verrückt nach den Fragen suchen. Ihr seht, da hängen zum Beispiel so ein paar. Hier hängt auch eine. Einfach ein paar Fragen, die Leute versuchen müssen zu beantworten. Und die Kamera ist ein bisschen schmutzig, oder ist das
Ich weiß nicht, vielleicht die Sonne auch gerade. Hier seht ihr, sind einfach die Fragen. Und hier kommt dann die Bar hin. Ja, richtig schön. Meine Lieben, wir gehen gerade in die Hütte rein. Ich habe jetzt nichts zu tun momentan, weil alle machen gerade das Spiel, was ich gemacht habe. Hier haben wir Kräfte, ne? Und da seht ihr gleich. Warte, jetzt ruft mich mehr. So. Und zwar, da sind gerade die Kartoffeln, die Knoblauchkartoffeln, die ich liebe. Und die oben schauen schon richtig gut aus. Die unten schauen auch nicht so gut aus. Ich glaube, ich werde dann aber ein bisschen dann auch die Temperatur hochgeben, dass sie so ein bisschen crunchy werden. Das mache ich jetzt. Und sonst, meine Lieben, ist ja ein bisschen ein Chaos. Ich habe jetzt wirklich nicht viel zu tun. Mein Outfit, ich habe auch Self-Tan, wie ihr unschwer erkennen könnt. Es wäre so braun, werde ich, glaube ich, nie. Ich zeige es euch kurz. So, oh Gott, die Haare sind schon cool. Also wenn ich so richtig cooles Make-up dann noch habe, finde ich es cool. Und hier, und ich habe das erste Mal die Haare mit Self-Tan. Hier ist jetzt das Kleid, ist super, super cute. Schmuck habe ich. Ich habe auch das von Ani, habe ich auch oben. Das finde ich wunderschön. Und dann habe ich auch noch einen Ring. Meine Hände werden immer ein bisschen sehr dunkel von dem Self-Tan. Ich weiß nicht, warum. Ich habe sie sogar gewaschen. Aber jetzt schauen wir noch, wie es weitergeht mit den Spielen. Die Sonne ist schöner. Stelle ich mich in die Sonne. Kommt hier irgendwo eine Sonne? Wo kommt die Sonne? Hier kommt die Sonne. Okay, das heißt, gucken wir, wie es jetzt weitergeht. So, meine Lieben, jetzt wollte ich nur zeigen. Jetzt hier seht ihr das Menü. Hier seht ihr, habe ich, das sind die Kartoffeln, die ich gemacht habe mit Obst, mit Knoblauch. Da seht ihr einen Pie. Da seht ihr hier Kräfte, ne? Und jetzt sitzen wir ja alle. Was kann du denn da tatsächlich? Ja. So, meine Lieben, wir machen jetzt gerade Limbo. Und da seht ihr meine Tante. Ist gerade. Nee! Und sie ist jetzt gerade dran. Und jetzt ist gerade, jetzt müssen wir unter der. Ja, du stehst da! Es geht ja schon, oder? Okay, geht. Ja, Mann. Hast du schon gefilmt? Ja, es geht schon. Okay. Meine lieben Leute, hoffentlich schaffe ich das. Ich glaube, das sollte ich schaffen. So, jetzt ist mein Onkel dran und er glaubt, er ist der Beste von uns allen. Jetzt steht es unter Beweis, ob er wirklich der Beste ist von uns. Und ist, okay, jetzt schauen wir. So, da haben wir übrigens auch ein kleines Feuer und jetzt schauen wir jetzt. Und jetzt, schafft das. Oi, oi, oi! Geschafft. Ja, okay. Jetzt schauen wir, ob es Nicke schafft. Komm her, noch. So. So, Nicke. Jetzt zweiter Versuch. Nicke, du klarer. Kannst du testen? Ah, nu, Nicke! Nicke! Ah! Nej, det skrattar! Men det är jo, men det är dig! Bra jobb! Jetzt meine Tante. Sie ist richtig, richtig gut, was das geht. So, und jetzt seht ihr gleich, ein Meister ist am Werk. Jetzt. Guckt. Ja, da! Nein! Okay. Schafft sie es? Ich glaube schon. Ich glaub, ja, ja, ja! So, Nicke ist jetzt. Men, här. Ja, oh, där blir bra. Okej. Så. Ta fart och spring igenom. Då följer du med henne bort i dassen. Okej, jetzt schauen wir, was schafft. Sehen wir, was schafft. Schauen wir, was schafft. Schafft das, Nicke? Healing team. Ja, Nicke, nu då! Oh. Letzter Versuch, schafft das jetzt. Två hade man, två. Tre? Ja, okej, okay. Tre då. Hur fan ska jag kunna komma över till det? Så, jetzt ist Karina. Hier haben wir unser Feuer. Und da geht es jetzt weiter. Sie versucht jetzt hier drunter.
Ja. Ah, det är lågt nu. Okej, okay, wow. Ich glaube, sie schafft. Ich glaube, sie schafft. Ich glaube, sie schafft. Oh, schafft es, schafft es. Nein, sie schafft es. So, der Felix ist in der Bar, unser kleiner Bartender. Und ihr seht, er ist fleißig am Mischen. Und für ihn selber. So ein Bartender ist er. Und wir sagen, warte, Felix, Prost. Neuer Tag, meine Lieben. Und ihr seht, alle Dekorationen sind jetzt eingepackt. Das Zelt wird gerade abgebaut. Und ja, jetzt werden wir dann heute dann jetzt bald dann nach Hause fahren. In die Stadt, weg vom Land und in die Stadt hinein. Es ist traumhaftes Wetter eigentlich. Aber es wird halt in Schweden. Ich zeige euch jetzt kurz mein Gesicht. Warte, ich drehe euch um. Und zwar, es ist traumhaftes Wetter. Es ist nur das Problem in Schweden, was es gestern auch unser Problem war. Es ist warm, wenn die Sonne da ist, dann ist es wirklich, es hat jetzt so 22 Grad, 23 Grad. Aber wenn dann die Sonne weg ist, also in der Früh hat es 5 Grad. Und das ist schon, oder rinnt auf die Seite, wenn ich da, glaube ich, was gegessen habe. Ja. Und das ist dann ziemlich blöd. Und jetzt, das Zelt ist jetzt eh gleich unten. Und dann fahren wir eigentlich eh schon wieder zurück. Ich weiß nicht, ich und meine Mutter würden gerne den Barbie-Film noch anschauen. Der ist ja jetzt momentan sehr gehypt, den würden wir noch gucken, obwohl wir eh sehr, sehr spät dran sind. Aber den würden wir noch gerne anschauen. Sonst weiß ich nicht, was wir noch geplant haben. Am Montag geht es schon wieder zurück. Also es geht jetzt dann bald ist schon wieder vorbei. Aber ich wünsche euch einen schönen Tag. Was auch immer ihr macht, hoffentlich genießt ihr es, ich genieße es. Aber müde bin ich, bin momentan sehr viel müde. Ich weiß auch nicht. Aber jetzt hoffe ich, dass ihr euren Tag genießt. Und wir haben sehr, sehr braune Hände. Sehr oft. Ich weiß nicht, der wird immer so braun auf den Händen, obwohl ich ihr die Hände danach gewaschen habe. I don't know. Okay, meine Lieben. Meine Lieben, jetzt ist Taco Night. Und das habe ich jetzt alles vorbereitet. So toll bin ich. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Ein neuer Tag bricht an und wir gehen jetzt gerade diesen Berg, wollen wir hochgehen, den ihr schon öfters gesehen habt in vielen Vlogs und ich glaube im letzten März-Vlog, das heißt ja auch, ich filme dich nicht, das sind wir hochgegangen. Hinter mir seht ihr gerade den Fluss, ich keine Ahnung wie der heißt, aber der in Sundsvall da durchfließt. Und ich zeige euch jetzt den Berg, auf den wir hoch wollen. Das ist das im Blazer. In diesem Outfit gehe ich jetzt den Berg hochspazieren. Ich zeige euch kurz ich zeige ein bisschen Lippenstift auf den Zähnen. Aber ich zeige euch jetzt den Berg. Genau. Und zwar dort, wo die Kerze ist, dort gehen wir jetzt. Also ein Berg. Berg ist immer relativ. Es ist ein Hügelchen. Aber auf diesen Hügelchen gehen wir jetzt dann hoch. Und da, wir müssen jetzt, glaube ich, schon losgehen, weil jetzt haben wir einen Weg gefunden. Ich zeige es euch dann von oben. So, meine Lieben, jetzt wollte ich euch noch zeigen, jetzt gehen wir hier den Waldweg. Ihr hört es irgendwo, es sind Kinder. Und sieht das nicht schön aus? Meine Lieben, wir sind jetzt hier, gehen wir jetzt runter auf den Berg. Und guckt, da sind Schweinchen. Hallo. Hallo. Okay. Sehr süß. Die suchen Essen. Und er geht gerade ins Wasser. Meine Lieben, ich zeige euch jetzt noch mal die Hennen, die es hier auch gibt. Aber ich weiß nicht, ob es letztes Mal auch so viele gab. Jetzt haben wir 4 Stück hier. Und da haben wir dieses Fake-Pferd, das ist auch mit dabei. Süß! So, jetzt sind wir gerade bei, haben wir eine kleine Pause gemacht. Hier seht ihr, wir haben Pineapple Juice, wir haben Ballerina und wir haben Singular. Ich glaube, die habt ihr auch schon. Ja, die habt ihr auch schon. Bei irgendeinem Vlog habt ihr die auch schon gesehen. Und dann haben wir hier dort vorne, ich zoome euch ein bisschen ran. Ist das Meer auch noch schön, gell? Ich finde es auch wirklich, wirklich schön. So, meine Lieben, jetzt haben wir hier gerade die Vorspeise. Es ist Gorgon, den ich damals, das habe ich gar nicht gezeigt, den habe ich damals gekauft. Und das ist irgendwie ein Halloumi mit Safran, Tzatziki, ja, Brot. Das essen wir jetzt. Und dann gibt es, ich kann es euch zeigen, dann gehen wir hier zum Wasser. Das mache ich jetzt gerade.
Also es kocht noch nicht, aber es kocht bald. Da kommen dann die Nudeln rein und dann Pesto. Es ist Pesto mit Nudeln, das ist dann die Hauptspeise. So, meine Lieben, und zwar, wir gehen hier gerade spazieren und das sind jetzt gerade, also wir gehen jetzt zum Meer vorne, weil es für uns liegt hier am Meer. Es geht ein ziemlicher Wind, ich hoffe, ihr hört es mich. Aber das sind so alte Gebäude, hat meine Mutter gerade erzählt, denkt sie zumindest. Die, weil Sundsvall war ja mal eine Hafenstadt. Und das sind angeblich so Häuser, die von damals noch übrig geblieben sind. Und jetzt spazieren wir hier weiter. Und hier geht ja, aber das ist ja ein Bach oder, ja, Bach nenne ich es jetzt mal. Jetzt wird es ein bisschen verschwommen hier. Aber da, wir sind jetzt dann eh bald vorne. Ich glaube, da vorne sieht man es eh schon ein bisschen, da ist dann das Meer. Da gehen wir jetzt nach vor. Jetzt sind wir beim Meer. Das ist in Sundsvall das Meer. Sieht's auch, ich stehe gerade vor so einem Boot. Und da seht ihr das Meer. Da ist die Brücke. Mhm. Das Meer. So, rede ich weiter und habe schon auf Stopp gedrückt. Ich zeige euch, so sehe ich heute aus. Wir gehen nämlich noch, warum ich so elegant jetzt bin. Ich bin jetzt nicht so elegant, weil wir spazieren gehen. Und zwar, wir gehen zum Barbie-Film. Ich weiß nicht warum, habe ich irgendwas bei dem Auge. Das macht, dass ich drehen. Ich reagiere immer auf irgendwas, vor allem wenn ich Eyeliner habe. I don't know what's going on. Aber das ist mein Outfit. Ziemlich elegant. Oder halt so ein bisschen, ja, elegant, cool. Weil ich freue mich total auf den Barbie-Film. Ich bin super, super gespannt. Und da gehen wir heute um 18 Uhr gehen wir heute dorthin. Und ja, und jetzt wollten wir noch eben zum Meer einfach hingehen und ein bisschen spazieren. Meine Haare werden jetzt immer mehr. Es kommt, ihr seht es hier kommt schon mein Blond raus. Crazy, crazy. Und es ist schon, ich glaube, es ist schon noch ein bisschen heller geworden, aber ich weiß es nicht. Aber und sie wachsen auch natürlich ein bisschen. Okay, jetzt gehe ich wieder zu den Schlümpfen da vorne. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich spaziere jetzt, rede ich noch ein bisschen mit euch. Wie war Schweden jetzt? Heute ist der vorletzte Tag, morgen fahren wir nach Hause. Schweden war sehr, sehr schön. Wirklich, wirklich toll. Werde es voll vermissen, die 10 Tage sind verflogen wie nichts. Aber ich freue mich schon, wenn wir auch zu Hause sind, natürlich. Aber ich wäre schon gerne länger geblieben, muss ich zugeben. Aber ja, jetzt ist es dann, morgen fahren wir nach Hause, morgen fliegen wir. Und dann ist schon wieder vorbei. Und dann glaube ich, für euch eure Info, der nächste Vlog wird, glaube ich, erst wieder, Schweden-Vlog wird erst wieder im Winter sein, weil ich erst wieder im Winter dann Urlaub habe und dann erst wieder im Winter hochfliegen werde. Wahrscheinlich. Hoffentlich kommt meine Mutter noch runter dazwischen. Aber jetzt gehen wir hier noch spazieren und das Handy wird langsam sehr schwer. Gehen wir noch spazieren. Hier ist irgendein Kunstwerk. Und dann, oh, jetzt kommt langsam ein bisschen die Sonne. Heute ist nicht so ein schönes Wetter. Aber auch okay. Und ich habe leider nichts Pinkes gehabt. Eigentlich habe ich mir gedacht, ich habe was Glitzernes. Das ist doch auch schön, nicht? Für Barbie jetzt. Okay, das heißt, ich weiß nicht, was die nächste Frequenz ist. Vielleicht Kino. Bis gleich. So, die nächste Frequenz im Vlog ist, dass ich versuche, jetzt hochzusteigen mit einem Rock. Ich weiß nicht, wie das hier funktioniert. Oh, Scheiße. Ja, okay. Gerslav? Ja, bitte. So, ihr habt es gerade gesehen, wir sind gerade in diesem Fitnesspark. Und jetzt das nächste, was ich versuche, ist auf dieses Blaue hier drauf zu steigen. Und das dreht sich. Wenn das so geht, so, schau, dann dreht sich das. Also wie rum? So rum? Wie? Muss ich hier gehen? Ich muss hier gehen. Schau, so, seht ihr? Okay, ich zeige es euch jetzt gleich. So, jetzt sitze ich hier, aber das hat sich umgedreht, diese Scheibe. Und dann bin ich fast runtergefallen. Deshalb habe ich es euch dann nicht mehr zeigen können. Aber jetzt sitze ich drauf, jetzt geht's. So, und zwar, wir haben jetzt ein Milkglas genommen, wie auch Softeis genannt. Und das müsst ihr, wenn ihr in Schweden seid, das ist ein Muss. Das muss man, das ist schwedische Delikatesse, sage ich euch. Und ich habe Schokoladenstreusel. Es gibt immer verschiedene Streusel, aber ich finde Schokostreusel sehr, sehr gut. Aber es ist ziemlich viel. Bin ich gespannt, ob ich es auch essen kann, aber Mums, Mums. Hallo meine Lieben. Und zwar, wie ihr gesehen habt, ich bin jetzt wieder zurück. Es ist ja eine Zeit vergangen.
Haarwuchs, Haarnachwuchs, die Haarfarbe, ein bisschen alles hat sich geändert. Ich war nicht färben, sondern das hat sich einfach natürlich geändert. Wir haben heute einen Rainbow-Look. Ja, wie war Schweden? Schweden war wundervoll, wunderschön. Ja, also wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Zuletzt war sie im Kino und da haben wir uns den Barbie-Film angeschaut. Ich persönlich fand den Barbie-Film wirklich, wirklich schön. Ich finde, da waren ein paar wirklich schöne Elemente drin. Also mir persönlich hat er sehr, sehr gut gefallen und ich würde den auch empfehlen für die, ich weiß nicht, ob es den jetzt noch spielt, aber genau, also ich fand ihn sehr, sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und ja, ich muss sagen, generell war Schweden wirklich, wirklich schön. Der Flug war auch angenehm, alles hat gepasst. Aber ich muss sagen, ja, war wirklich, wirklich schön. Und ja, ah ja, stimmt, das wollte ich euch noch sagen. Und zwar, ich habe eine Tasche gekauft. Und zwar eine schwarze Tasche, machen wir einfach so. Eine schwarze Tasche habe ich gekauft und die wird jetzt meine normale Tasche ablösen, weil die einfach kaputt ist. Ich habe nur, ehrlich gesagt, das ist ja ein bisschen Zeit schon vergangen, seitdem wir wieder da sind, bin ich noch nicht dazu gekommen, sie auszutauschen. Aber ich finde die, vom Format finde ich die voll, voll cute. Das ist eben so, ich fand die süß. Die war nämlich im Sale. Die war im Sale, die war super günstig und ich habe mir gedacht, die kaufe ich noch. Und sonst ist dann eh nichts mehr passiert. Das heißt, ich würde jetzt eigentlich das Video beenden und ich sage vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo hier habt ihr ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gibt. Da sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Da würde ich mich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu hören. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram nehmen. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!